Unsere Landschaft wird aus Gesteinen aufgebaut. Sie bilden die höchsten Gipfel der Gebirge, aber auch den Untergrund, auf dem wir stehen und gehen. Betrachten wir die Gesteine genauer, dann sehen wir, Stein ist nicht gleich Stein. Manche Gesteine bilden dichte Felsmassive, manche liegen in flachen Schichten. Andere sind aufgetürmt und gefaltet. Es gibt Gesteine in allen möglichen Farben. Und sie bestehen aus ganz unterschiedlichen Bestandteilen. Aus groben Trümmern, aus unzähligen Körnern, aus feinsten Teilchen. Die so verschiedenen Gesteine sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstanden, im Lauf von Jahrmillionen. Und sie sind seit jeher ständigen Veränderungen ausgesetzt, in einem immerwährenden Kreislauf. Alles begann vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Aus einer Wolke von Gas und Staub entstand unsere Erde. Ein kleiner Planet in einem Milliarden Himmelskörper umfassenden Sternensystem. Unserem Universum. Ein Blick ins Innere der Erde zeigt, dass sie aus Schalen aufgebaut ist. Der innerste Bereich der Erdkugel besteht vorwiegend aus Eisen und Nickel. In diesem Erdkern mit einem Durchmesser von 2400 Kilometern herrschen Temperaturen von über 4000 Grad Celsius. Der Erdkern ist vom Erdmantel umgeben. Er besteht aus heißer, zähflüssiger Gesteinsschmelze, die in gegenläufigen Strömen langsam zirkuliert.